Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Nachdem wir in der letzten Folge den Galactic Gabanassia Carbonizado schon hatten, ja, komm vorbei, haben wir heute mal wieder einen Sportwagen und zwar den Pfister Comet, den Porsche-Verschnitt. Und ja, sehr bekannt, denke ich mal, in GTA 4, glaube ich, einer meiner Lieblingswagen, den Sultan S mochte ich auch ziemlich. GTA 5 wirklich nicht so, auch wenn er sich nicht groß verändert hat, aber ja, wir wollen natürlich die guten Manieren der alten anderen Folgen beibehalten und freundliche Menschen begrüßen. Ja, wir setzen uns in den Wagen, wollen nicht zu lange reden und gehen gleich über zu Las Santas Customs, wo wir uns ein paar schicke, wo wir uns ein paar schicke Upgrades kaufen können. Wo wir gerade beim Thema kaufen sind, unten in der Beschreibung ist der Link zu Kingwin, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich bin wieder mit denen gepartnert, da, also Kingwin ist eine Seite, da könnt ihr günstig Game Keys, also Spiele kaufen, und zum Beispiel jetzt aus Battlefront, Black Ops 3, Fallout 4, Just Cause 3, was auch immer ihr wollt, da kriegt ihr es um einiges günstiger als im Laden, und mit dem Code GCG spart ihr noch weitere 3%, und das Gute ist, mit jedem Kauf, den spart ihr einerseits euch Geld, und ihr unterstützt mich dabei. Ja, also, Link ist dazu in der Beschreibung, gut. Also, wir wollen aber mal den tunen, den Comet, natürlich panzerungsklar. Dann Karosserie, keine oder Klotflügelverbreiterung, so Whitebody-mäßig. Das fügt auf jeden Fall was hinzu, was ich gut finde. Ja, Klotflügelverbreiterung, nimm mal Bremsen, Sportbremsen, Stoßstangen, Serienmäßig-Frontstangen, Splitter und Cancards, Splitter und 2 Cancards. Oh, nein, nicht mein INB-Menü. Ich habe gerade irgendwie reingezoomt. Man kann reinzoomen. Das weiß ich gar nicht. Ah. Splitter und 2 Cancards, yep, Motor natürlich, EMS Version 3, Auspuff, serienmäßiger Auspuff oder der Doppellauf-Auspuff? Komm, nehmen wir mal den doppelläufigen. Der Hupe bleibt, ist jetzt hier genau, das ist eingeteilt. Scheinwerfer nehmen wir natürlich die Xenons. Wie könnten wir auf dem Wagen nicht die Xenons nehmen? Neon Kids, nope, danke. Nummernschild. Nehmen wir schwarz, 1,150. Lackierung. Sehr schlimm in Chrom. Nicht so schön im Matt. In den Metallen auch nicht so toll. Aber was, wie sieht es denn in den Metallic-Farben aus? Das ist eigentlich schon ganz gut. Na, beide. Was passt denn zu dem Wagen? Das werde ich mal rausfinden. Ich hatte eben einen grün-blauen gesehen auf der Straße. Also, jetzt nicht, nicht. Ein GTA, der sah eigentlich ganz gut aus. War so ein komisches Grün, was man eigentlich auf keinem anderen Wagen erwarten würde. Hat das was? Nee, sorry. Mattengrün. Nope. Es wird schwer. Weil irgendwie gefühlt keine Farbe zu dem passt. Ich denke, da machen wir unser altes Wunderheilmittel. Weinrot. Weinrot. Und dann schicken wir Perleffekt drauf. Perleffekt. Was können wir denn da Schickes drauf machen? Nope, danke. Vielleicht ein Goldgelb oder so. Ne, das hat sehr was vom Bronze. Das will ich nicht so. Ach ne, wisst ihr was? Wir nehmen mal einen Metallic Mitternachtsblau. Mitternachtsblau, das ist nämlich besser. Da ist der Perleffekt stärker. Beziehungsweise es wirkt es mehr am Schwarz dran. Limettengrün. Gute Frage, was wir denn nehmen. Ist jetzt sogar was. Aber passt nicht. Bomberrot? Nee. Jetzt haben wir so ein Formelrot. Das sieht an sich auch nicht so schlecht. Na, aber es passt alles nicht zu dem Wagen. Das ist etwas schwer. Die machen es ganz schön hart. Wollen wir so ein Ultrablau nehmen? Nee. Das wird schwer. Ich denke, wir nehmen einfach ein Grün. Ja, lasst uns ein Grün nehmen. Das Limettengrün sieht eigentlich ganz gut aus. So, ja, das Limettengrün hat was. Dann Überrollkäfig. Kein Überrollkäfig oder Überrollkäfig im Fahrgestell. Nehmen wir einen Überrollkäfig rein. Ja, hat was Cooleres dann. Dann Spoiler. Serienmäßiger Spoiler.
den Huhn-Spoiler oder den GT-Flügel. Also der Serien-Spoiler finde ich, der ist hässlich. Der Huhn-Spoiler oder der GT-Flügel. Nehmen wir den... Huhn-Spoiler. Ja, nehmen wir den Huhn-Spoiler. Federung. Der ist ja schon verdammt tief, um ehrlich zu sein. Den kann man noch slammen. Den slammen wir auch runter auf Sportfederung. So. Und Getriebe natürlich. Renngetriebe, Turbos, klar, Reifen, Sport. Was nehmen wir hier denn hier? Die Diamond Cuts sind ganz okay aus. 59s. Warte, was waren das? Die Mercies, die guten alten Mercies. Ja, wir nehmen die guten alten Mercies, glaube ich. Felgenfarbe könnte man natürlich ein Schwarz. Ja, gut, ja. Da muss ich nicht mal die anderen gucken. Reifenmuster, Tuning-Reifen. Nope. Reifenverbesserung, schussliche Reifen, Reifenqualm. Nehmen wir einen schwarzen Reifenqualm, ja. Oder? Können auch einen grünen nehmen, wobei grün sieht eigentlich scheiße aus. Nehmen wir den schwarzen Reifenqualm. Und dann Fenster. Nehmen wir das dunkle Rauchglas, nehme ich. Ja. Denke ich nicht, nehme ich. Ja, und dann wollen wir Los Santos Customs verlassen mit unserem getunten Fista Comet. Und ich finde, der sieht eigentlich ziemlich cool aus. So, innen drin ist natürlich alles beim Alten. Mein Macht heißt das Teil. Das Navi. So, und ja, dann wollen wir den nochmal kurz rumfahren. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, gefällt mir sehr. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr denn den Comet gelungen findet. Würde mich natürlich wie immer sehr interessieren. Und ja, fahren wir nochmal kurz rum. Aufpassen, nicht in die Banshee rein. So, das war sehr professionell. Egal. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt davon Bild gemacht haben, von der Standard. Vom Standard Comet. Naja, muss ich im Notfall einfach gleich eins machen. Und, so. Ach Gott. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Fister Comet. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr den getuned habt. Und auf jeden Fall. Denkt bitte daran, unten in der Beschreibung bei Kingwin vorbeizugucken. Das wird mir echt wirklich richtig helfen. Echt wirklich richtig, ja. Gut. Noch mehr übertreiben kann man es nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haus gefallen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.